Hey ho Leute, willkommen zu meinem 10 Abonnenten Special. Und zwar möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr mir 10 Abonnenten gegeben habt. Das habe ich alles nur euch zu verdanken und deswegen habe ich mir jetzt mal einfach mal gedacht, es heute mal eine etwas längere Folge wird. Ja. Und dann habe ich gerade gesehen, dass es hier die Magier-Herausforderung gibt und die werden wir jetzt einfach mal machen. Ich habe mein Deck etwas geändert. Also ich habe jetzt halt den Sepp drin und nicht mal den Eisgeist, aber so, starten wir einfach mal. Oh, so, ich bin mega schlecht im Deck machen. Ich denke, wir die Bogenschützen reinnehmen. Dann kommt auf jeden Fall der Eismagier muss rein, das ist einfach eine nice Karte. Kommt einfach mal zum Pushen der Golem rein. Ja, dann kommt noch Holzfäller oder Scharfrichter. Ich tue Holzfäller mal rein. Und jetzt brauche ich noch mehr Luftsachen. Das heißt, es kommt noch. Ja, darf halt auch nicht so teuer sein. Kommt noch die Prinzessin. Dann habe ich noch 2 Plätze für Luft frei. Würde ich aber mal sagen, die Hexe. Ja, Hexe ist gut, eine gute Karte. Und noch ein Luftflächen-Damage-Ding. Da würde ich dann sagen, kommt. Ja, der ist halt so teuer. Ja, okay, dann kein Luft-Damage-Ding. Und zwar Elektromagier. Boah, ist das teuer. Okay, Hexe kommt raus. Dann kommt. Nee, das ist auch so teuer. Kommen die Lakaien rein, die Luckys. Und ja, dann würde ich sagen, ist das eigentlich ein Deck, was ganz okay ist. Dann starten wir mal. Ich verstehe es nicht, aber warum bleibt das immer bei 80, 81, 82 und 83 Sheng? Warum, weiß ich nicht. Okay. Gut. Oh nein, ich habe schlechtes Internet. Sehr blödes Internet jetzt halt. Scheiße. Internet komm. So. Ich hoffe, dass mein Internet jetzt nicht mehr abkacken wird. Okay, dann kommen einfach die Bogenschützen vor. Ich mag die Bogenschützen, aber manchmal sind die auch echt nervig. So. Dann kommt jetzt die Lakaien. Du warst schon schlau, die Lakaien reinzunehmen, statt die Hexe. Weil wenn er jetzt den Fettdrache drin hat, muss ich nicht 5 Elixier ausgeben, um eine Karte zu zerstören, sondern einfach nur 3. Aber, Alter, der Holzfäller macht gerade sehr schönen Schaden. Das macht mich fröhlich. Dann kommt der Magier. Geil, Damage. Das war nice. So. Kann die Bogenschützen nehmen, die erledigen den Eismagier. Oh ne. Ja gut, verkackt. Shit. Ja. Prinzessin. Damage, damage, damage.
Warte, ich muss kurz einen kleinen Cut machen. Okay, hier bin ich wieder. So. Golem, das wird ihn jetzt so schocken. Weil er nicht weiß, dass ich einen Golem habe. Oh, oh, oh. Ich glaube, er gibt auf. Geil. Erster Kampf sofort gewonnen. Nur wegen euch, weil ihr an mich geglaubt habt. Geil, aber ich hätte niemals erwartet, dass ich das jetzt gewonnen hätte. Wir sind halt gut. Lad, 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 lad. So, ja. Vielleicht schaffen wir heute auch die 6 Siege und das Deck ist sehr gut. Also kann ich nicht enttäuscht sein. Hoffen wir mal, dass es am Anfang diesmal nicht so laggt wegen meinem Internet. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt sofort am Anfang den Golem-Push starten soll. Jetzt habe ich den Golem gesetzt, jetzt muss ich es auch machen. Okay, jetzt ist er gesetzt. Ritter, ja. Magier. Weil wenn die alle da fokussiert sind, dann kommt der Lucky. Nee. Jetzt kommen die Luckys. Okay, der Golem tankt das hier alles ganz schön gut. Doch, das hat er super gemacht. Golem, Respekt. Danke, also. Hast mal Respekt. Du bist sehr gut. Geil, ich hab gleich so einen Tower. Hoffen wir mal, dass ich den jetzt kriege. Sonst muss ich die Prinzessin setzen. Oh oh. Komm, krieg den Tower, Magier. Geil! Geil! Oh nein, der Magier macht ja Flächenschaden. Das heißt, die Prinzessin kannst du vergessen. Okay. Ja, Bogenschützen. Ich bin am Überlegen, ob ich auf Verteidigung gehen soll, aber ist das schlau? Ich mach mal einen kleinen Push auf den Kron-Tower. Mal gucken, ob das was wird. Ich denke nicht, weil der jetzt da eine blöde Karte reingesetzt hat. Aber doch, das war ein guter Push. Ich bin nicht enttäuscht. Also. Oh mein Gott. Ich mache sogar eigentlich recht guten Schaden. Also. Beschweren kann ich mich nicht. Okay, aber trotzdem gehe ich auf die rechte Seite, weil ich nicht so viel Schaden gemacht habe. Oh Gott, nee, bitte nicht. Scheiße. Und der Magier mit so wenig Herzen hat so viel Schaden gemacht. Och nee. Das ist nicht möglich. Och, wie scheiße. Was ist das denn? Okay, ist das. Okay, er weiß halt, dass ich den Golem habe. Ich setze aber mal hier Magier. Dann hier das und das. Gut. Dann kommt jetzt die Prinzessin und der Holzfäller. Dann setze ich jetzt hier den Eismagier. Und dann hier die Bogenschützen. Der Eismagier war so unnötig, aber ist halt so. Gut, meiner ist auch relativ schnell zerstört worden. Oh mein Gott, geh doch auf den Holzfäller. Ja, geil. Oh, Damage. Wenn der jetzt auf die 3 Kronen geht, dann bin ich sauer, also. Obwohl, wäre relativ gut, weil mein Tower gerade relativ wenig Herzen hat. Und ja, komm schnell. Ja, gut. Der Holzfäller ist, ja, kann man so sagen. Hat ein bisschen Damage gemacht, aber jetzt nicht so viel, aber
Damage ist Damage. Okay, das hat ja sehr viel gebracht. Elektromagier und dann das. Dann hier die und das. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Der darf mein Tower nicht kriegen. Nein, 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 dieser Farbe. Das Kampf ist kurz vor Ende. Nein. Er ist verloren. ja. Scheiße. ja. Aber. Wie? Sorry, aber Schalke ist auch Kaka. Ausburg ist viel geiler. Okay, cool. Ja. Dann lass doch mal weitermachen. Ich fange ja direkt mit dem Golem an. Ich würde gucken, was er setzt. Oh oh, Internet. Dann setze ich hier Eismagier. Und der hält ihn auf. Der Kater. Der Holzfäller. Oh Gott, Prinzessin, das kannst du jetzt super gut ablenken. Oder geiler retten einfach nur. Aber es macht Damage und das ist die Hauptsache. Damage ist Damage. Und der hat noch gar keinen Schaden gemacht. Das ist das Beste. Wenn der jetzt, ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt einen Feuerball aus seinem Gesicht rausspuckt, dann bin ich sauer. Er hat noch keinen einzigen Schaden gemacht. Das heißt, jetzt wird er den ersten Schaden machen mit seinem Scheißofen. Die haben sehr viele Herzen, diese Eisgeister. Dafür, dass das solche kleinen Eisbewitz sind. Ach, komm, komm, komm. Mach den Drachen platt und jetzt macht Schaden. Okay, ja, ja, ja. Oh mein Gott. Damage. Komm. Das ist ein guter Push. Oh nein. Nein. Zerstört mein Push. Mein Gott, Damage. Ich hab Damage gemacht. Schaden. Ich nehme die meisten, also ich habe bisher wahrscheinlich fast jedes Video erst um 9 Uhr oder so aufgenommen. Und dieses Video nehme ich dann schon wieder etwas früher auf. Ja, aber auch schon spät. Geil, ich habe seinen ersten Tower. Aber das Riesenskelett ist am Turm, was überhaupt nicht gut ist. Dann kommt hier Prinzessin. Oh, ich hätte die auf die andere Seite platzieren sollen, aber ich bin halt nicht immer der Schlauste, aber ja, gut. Aber sieht recht relativ gut aus für uns. Ja, doch, der Holzpfeil ist auch am Turm und jetzt Wut. 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 Oh mein Gott. Alter, als wenn das jetzt noch so viel Damage gemacht hat. Ich glaube, ich habe gewonnen. Einfach irgendwelche Karten setzen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depp, geil. Warte, ich muss kurz Cut machen.